Neue tabellarische Listendarstellung für Navigatoren. Bereits zur Version 2.8 wurde die Listendarstellung des Makronavigators in eine Tabelle mit zum Teil bearbeitbaren Zellen umgewandelt. Zur aktuellen Version wurde dieser Umbau auch für weitere Navigatoren ausgeführt. In der neuen Listendarstellung der Navigatoren können Sie die Werte von bearbeitbaren Eigenschaften jetzt direkt ändern.